Mein Name ist Remo Oberholzer und ich bin der Geschäftsführer und Mitgründer der Croplet AG hier in Alpnach in der Zentralschweiz. Und ich freue mich heute sehr auf den Besuch der Solar Butterfly. Mit Agrikulturbereich meine ich vor allem Treibhäuser. Auf der ganzen Welt werden über 10 Gigawatt an elektrischer Leistung, das sind über 10 Atomkraftwerke, allein verbraucht für die Beleuchtung. Und das ist ein grosser Energieverbrauch. Momentan werden über 80% noch mit Natriumdampflampen beleuchtet. Das ist sehr ineffizient. Und allein mit dem Wechsel auf LED können wir so über 33% an elektrischer Energie sparen. Würden wir jetzt noch einmal auf adaptive Beleuchtung, wie wir sie hier entwickeln, wechseln, könnten wir durchschnittlich noch einmal 15% durchschnittlich an elektrischer Leistung einsparen. Und das ist ein großer Impact, den wir hier möglich machen wollen. Je nachdem, wo eine Pflanze natürlicherweise wächst, stellt sie andere Bedingungen an die Umgebung, um optimal wachsen zu können. Und ein großer Reiter ist auch das Licht. Je nachdem, wo eine Pflanze ist, braucht sie anderes Licht. Und leider im Moment ist es so, dass das Licht sehr starr ist. Also es ist immer das gleiche Licht für verschiedene Pflanzen. Und das macht die ganze Lichtsituation sehr ineffizient. Und wir haben eine Beleuchtung entwickelt, die nicht nur Tageslichtsimulationen, Klimasimulationen oder Höhenprofile simulieren kann, um optimal auf die Bedürfnisse eingehen zu können, sondern wir möchten es auch einem Benutzer möglich machen, dass er einfach einstellen kann, was er möchte und zwar auch verschiedene Inhaltsstoffe erzeugen könnte. Das ist jetzt so ein Belichtmodul. Wir haben hier ein System, das wir dann beim Kunden installieren können. Dann kann der Kunde selber entscheiden, wie viele Lichtmodule er möchte. Er kann sie einklicken, sie sind alle mit dem Internet verbunden und so immer jederzeit steuerbar. Und dann braucht es vielleicht 5 bis 6 Sekunden, die Lampe bekommt ihr Lichtprofil und dann simuliert sie einen ganzen Tag und kann so optimal die Pflanze beleuchten. Es ist ja so, dass auch wir viel Energie brauchen mit unserer Beleuchtung. Aber rein jetzt vom Aspekt her, dass es einfach Situationen braucht, die man beleuchten muss, sei das in Schweden in einem Herbst oder Winter, wo nicht genügend Tageslicht vorhanden ist, um überhaupt Pflanzen anbauen zu können, oder in Spanien, um überhaupt unseren Bedarf an Gemüse decken zu können, wollen wir eigentlich so mit unserer Beleuchtung doch einen großen Mehrwert schaffen, damit wir weniger Energie verschwenden müssen. Wenn wir das schaffen, die Beleuchtung auszuwechseln mit unserer Beleuchtung, haben wir so doch noch einmal ca. 50% an Energie, die wir einsparen können. Und rein vom Natriumdampflampen, die so viel Energie sinnlos verschwenden, könnten wir innerhalb 2 Jahren unsere Lampen amortisieren. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir weltweit die über 80% an Natriumdampflampen, die immer noch eingesetzt werden, replizieren können und mit unserer Beleuchtung ausstatten können, um wirklich einen großen Impact in der Landwirtschaft herbeiführen zu können.